Ein ziemlich geiler Sound, oder? Kernig, ein bisschen blecherner, aber deutlich lauter. Obwohl ich zugeben muss, dass der Sound tatsächlich nicht von diesem Auto kam. Er kam tatsächlich von diesem Auto. Unser neuer Kleiner, das ist Tonio. Tonio ist ein Abarth 595 70 Jahre Edition, rausgekommen in 2019, eben 70 Jahre nach dem alten Abarth. Und ein wunderschönes kleines Autochen. Der Grund, warum Tonio so absolut identisch klingt zu Amelia, ist, weil er hat denselben Motor unter der Haube. Ein süßer kleiner 1,4 Liter Vierzylinder mit einem Turbolader, der in dieser Version 165 PS produziert, was ungefähr dieselbe Leistung ist wie Amelia. Allerdings ist dieser Motor von der Abstimmung her deutlich neuer. 9 Jahre, um genau zu sein. Das heißt, der Turbo kommt viel besser. Du hast nicht so einen großen Turbo-Lag. Also zum Fahren ist dieses Ding eigentlich sehr viel schöner und sportlicher wie Amelia. Der Motor ist nicht zu. Der Grund, warum dieses Auto so affengeil klingt, ist, weil auf diesem Auto ist eine duale Edelstahl-Auspuffanlage drauf, welche zwar eine ABE hat, aber doch ordentlich gut laut ist. Zeigt aber auch, wie gut diese Motoren tatsächlich klingen, sowohl in Amelia als auch in diesem Auto. Es ist jedes Mal so ein großer Unterschied, wenn ich dann hier so, keine Ahnung, Golf R-Fahrer oder so sehe, wenn die Gas geben und es klingt einfach nur wie ein Furz. Hier gibt es halt einen tatsächlich schönen, kernigen, freshen Sound, sag ich mal. Und macht das Fahren natürlich vor allem in so einer kleinen Hutschachtel, mit der man so hart geil durch die Kurven fahren kann, richtig, richtig witzig. Zu der Ausstattung dieses 70-Jahre-Modells gehören Bucket Seats in wunderschönen Teilleder, Teilstoff in Lederbraun, ist natürlich einer meiner absoluten Favorites, und ganz viele Carbon-Akzente. Hinten an den Sitzwangen, vorne das Dashboard, ist alles Carbonfaser, macht natürlich das ganze Auto sehr edel. Und mit der Kombination mit der anthrazitfarbenen Farbe außen und dem braunen Innen sieht das Auto eigentlich recht edel aus. Wo es ja sehr viele Versionen vom Abarth gibt, die einfach nur kunterbunte Clown-Autos sind, ist dieses hier eins, das raussticht, indem es nicht raussticht. Trotz seiner kleinen Exterieurgröße ist dieses Auto genauso wie sein Vorgänger eigentlich ein inneres Platzwunder. Man hat 4 volle Sitze innen drin, die Beinfreiheit ist relativ okay und der Kofferraum ist groß genug, dass ich drin sitze oder, wenn man mal das normal benutzen würde, für ungefähr 4 Sixpacks von Bier. Also vollkommen genug für die kleinen Shoppingtouren, was genau der Grund ist, warum wir dieses Auto auch gekauft hatten. Auf jeden Fall ein witziges kleines Auto, zusammengefasst. Das Ding macht von den Fahrleistungen ein bisschen mehr her wie Amelia. Ich fahre sie natürlich liebend gerne trotzdem, aber so vor allem für so kleine Fahrten zum Supermarkt oder ähnliches ist dieses Ding hier auch absolut perfekt geeignet aufgrund seiner kleinen Größe. Parkplatz finden ist absolut kein Problem in diesem Auto. Dann würde ich sagen, das ist das Ende von diesem Video. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf dem Like-Button. Und apropos Burnouts, nein, ich mache keinen, aber ich fahre eine kleine Runde, denn das Ding ist furchtbar witzig. Und ich sehe euch im nächsten Video. Ciao.